Hey ho zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Perfect World Eclipse und Brüste. nein. Was ich jetzt tun wollte als nächstes, rauszoomen, so ein bisschen wenigstens. Ich muss zu Rodwadel irgendwo hier in der Nähe gehen und sie befragen, warum sie geflüchtet ist. Keine Ahnung, warum ich das tun muss, aber machen wir doch einfach mal. Nicht, dass die... Oh, ich hoffe, die Viecher sind nicht aggro. Das wäre nicht gut. Ach, das ist wieder ein R. Oh, Entschuldigung. Das Dorf. Etwas Schreckliches ist passiert. Aber ich weiß nicht, was genau. Ich habe nur gesehen, wie alle angefangen haben zu rennen. Und dann bin ich einfach auch losgerannt. Sehr gut. Ich schätze, dann muss ich jemand anderen fragen. Gen-Jena. Nicht, dass das jetzt auch ein R ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein R ist. Ja, das Ding kann ich übrigens immer noch abholen. Bitte nehmt dieses kleine Geschenk an. Wir hoffen, dass es euch zu Beginn eurer langen und aufregenden Abenteuer zu nutzen sein wird. Vergesst nicht, die kleine Schatz zu morgen, weil ich die Bitte anzuklicken. Alle Tiere sind wahnsinnig geworden. Es ist schrecklich. Ich bin mir sicher, dass etwas Furchtbares passiert ist. Aber ich traue mich nicht herauszufinden, was genau. Ich habe zu viel Angst. Keine Angst. Ich werde dem auf den Grund gehen. Sherlock Jaricho ist... am Start. Oh, diesmal war es sogar eine Sie, glaube ich. Okay, ich höre auf zu raten, ob es ein Er oder eine Sie ist. Es ist mir vollkommen egal. Hauptsache, derjenige erscheint. Und ich kriege meine Quest beendet. 99 von 100? Was ist das hier überhaupt? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich spiele das Spiel schon seit Jahren und weiß trotzdem nicht, was es ist. Beste Darstellung einschalten. Ups. Verzeihung. Jetzt habe ich auf einmal das Spiel zum Abstürzen gebracht. Das war nicht so schlau. also merkt euch das hier oben nicht einschalten. Sprecht nicht mit mir, ich werde euch nichts erzählen. Ach Mann, vielleicht seid ihr alle. Ja, das ist übrigens Facebook, hallo. Wer hätte es gedacht? Selbst in diesen Parts gibt es Facebook. Es hat, der Sound hat sich geändert, finde ich sehr cool. Wie gesagt, in 5 Monaten ist sehr viel passiert. Unbekannter Schrecken... aufgedeckte Wahrheit. Ach, das ist eine Quest, okay. Es ist ein wildes, herumtobendes Biest. Es hat all unsere gezähmten Tiere durchdrehen lassen eigentlich. Egal. Uns bleibt nichts anderes übrig, als wegzulaufen. Sicher lässt sich dann etwas machen. Warte nur ab. Hui! Level 13! Ich wäre dafür, dass ich jetzt bald mal meine geistige Bildungsquest weitermachen kann. Ah ne, kann ich, glaube ich, erst mit 19, okay. Krieger Luke Kofin. Ich gehe davon aus, dass ich mit dem jetzt reden muss, weil der hat irgendwie doch keine Quest für mich mehr gehabt. Wenn ihr alles verloren habt, habt ihr nur noch eure Waffe, der ihr vertrauen könnt, und einen Rachefeldzug, den es zu vollenden gibt. Wiederbewaffnung. Wir können hier nicht weiter wie ängstliche Welpen herumlungern, um auf unseren Tod zu warten. Wir müssen unsere Waffen aufnehmen und kämpfen. Unser einziges Problem ist nur, dass wir gerade nicht viele Waffen haben. Viele haben ihre Waffen in der Wildnis verloren. Könntet ihr uns helfen, ein paar davon zu finden? Natürlich. Waffen sammeln. Kein Ding. Mach ich doch. Ah, ein Händler. Händler sind sehr gut. Da kann ich meinen Stuff loswerden. Die Biester haben meine Lieferung durchwühlt. Ich bin ja so glücklich, dass ich noch immer stehe, wo ich stehe. Ja, zeig mal deine Waren. Zeig her deine Waren. Den Stuff hier kann ich mal loswerden. Eine bessere Rüstung habe ich bereits. Das heißt, hier kann ich auch loswerden. Das Gedöns bringt mir nichts ein. Das bringt überhaupt nichts. Mystisches Fleisch. Erforderlich für Drachenquests. Dann mal hier. Achso, das ist auch noch ein Rüstungsteil. Das ist Tarnhaut. Auch Drachenquest-Gedönsens. Pfeile? Brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch mein Schwert. Weg damit. Kugeln brauche ich auch nicht. Gut. Rufen wir mal. Dann haben wir... Wie viel Geld habe ich eigentlich? 10.000? Oh, 10.700 gar nicht. Übel. Achso, mein Schwert. Könnte ich beim... Oder? Ja. Könnte ich eigentlich auch verkaufen. Aber ich glaube, da kriege ich beim Schmied mehr... Pff, halt. Weg. Nein. Stopp. Gib mir deine Quests. Es gibt noch viel zu tun.
Pöstchen Pistol auf Namok. Ich weiß, was die anderen nicht wissen. Es war der Sonnenbrandpanther, da bin ich mir sicher. Der Sonnenbrandpanther? Ja, der Sonnenbrandpanther. Ja, wir wiederholen uns. Danke. Einer der sieben heiligen Bestien. Nur er verfügt über die Gabe, diese Tiere in den Wahnsinn zu treiben. Diese Tiere waren einst zahm und sanftmütig, doch nun sind sie zu blutrünstigen Biestern geworden. Einige haben sogar ihre früheren Meister in die Wildnis verfolgt. Bitte helft ihnen, indem ihr sie von ihrem Leid erlöst. Alles klar. Also Waffen und Meister einsammeln. Krieg ich hin. Stumpfsinnige Bestie. Ach, die zerbrochenen Waffen, die da rumlagen. Ja. Okay. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Tatsächlich. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Ja, meine Projektgeschichten, die ich beim irgendwie im sechsten Part mal angesprochen hatte, hat sich ja mehr oder weniger erledigt. Paradise gibt es ja nicht mehr auf meinem Kanal. Schon länger nicht mehr. Und allgemein Minecraft habe ich auf meinem Kanal jetzt komplett eingestellt. Legend ist mir in eine Richtung gegangen, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Deswegen habe ich das komplett bleiben lassen. Lustig, ich muss die Waffen einfach abbauen. Ja, ich bin auch mittlerweile schon gar nicht mehr in Legend drin. Also wirklich so überhaupt nicht mehr. Ich habe es komplett aufgehört. Und komme auch schon nicht mehr auf den Legend-Server drauf. Also selbst wenn ich Bock hätte, irgendwie nochmal so ein bisschen an meinem Häuschen weiterzubauen oder so, ich könnte es gar nicht. Einfach weil ich nicht mehr auf den Server kann. War aber im Prinzip auch nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze passiert, weil ich mega inaktiv auf diesem Server war. Ja, gut, was soll's. Hä? Ach, das sind die Viecher hier, ne? Ja, okay, dann muss ich die auch besiegen. Haust rein! Wie immer, zwei Angriffe und schon ist das Vieh platt. Die haben aber coole Schwerter. Oh, die haben richtig coole Schwerter. Guckt euch das mal an. Boah. Ein bisschen aus wie Frostmourne. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schade, dass ich sie töten muss. Ich würde gerne deine Waffe mitnehmen. Darf ich? Wahrscheinlich nicht. Blöde Frage. Grüne Fragmente. Und starker Mana-Trank. Diese Tränke brauche ich eigentlich nie. Aber egal. Kann man verkaufen, ne? Was man nicht braucht, verkauft man einfach. Tarnhaut. Noch eine, die ich nicht gebrauchen kann. Yay. So. Und zurück, Marsch, Marsch. Kleriker Lukofen. Was habe ich für die andere? Nichts. 660 Münzen habe ich erhalten, okay? Und zwei Ruf. Gut, die Quest hat sich quasi da vorne direkt erledigt. Hey, der sieht cool aus. Wunderbar. Ich denke, allein der Anblick der Waffen wird meinen Leuten den nötigen Mut zurückgeben. So wird es hoffentlich sein. Die Dörfler haben sich zerstreut. Eure Priorität ist es, sie wieder zusammenzutrommeln. Helft mir dabei, die verstreuten Dörfler in der Wildnis wiederzufinden und ihnen ihre Waffen zurückzubringen. Sagt ihnen, dass sie Mut fassen und für ihre Heimat zurückschlagen sollen. Lehnt euch zurück und wartet auf gute Neuigkeiten von mir. Okay, jetzt muss ich die Leutchen hier abklappern. Ich wette, am Ende läuft es wieder darauf hinaus, dass ich eine dieser heiligen Bestien töten muss. Weil der Händler ja schon erwähnte, oder irgendwer von denen erwähnte, dass das wieder eine dieser heiligen Bestien sein muss. Ich bin sehr gespannt. Der Sonnenbrandpanther wird wahrscheinlich ein roter sein. Oder ein pinker. Oder ein orangener. Keine Ahnung. Panther sind für mich eigentlich immer schwarz. Oder? Ich kenne nur schwarze Panther. Dass ich hier tatsächlich hochlaufen kann, ich bin begeistert. Oh, hier liegen auch zerbrochene Waffen. Cool. Jede Menge sogar. Holy shit. Hey, du hast doch schon eine Rüstung an. Hier, nimm die Waffe und hau drauf. Meine Waffe. Ha, wunderbar. Mein Arm ist wieder vollständig und bereit zurückzuschlagen. Da liegen jede Menge Waffen rum. Warum nimmst du denn nicht einfach eine, du Witzbold? Endlich ein wahrer Krieger. Ihr seid nicht allein, Freund. Jetzt zu Wonginten. Diese Namen sind einfach der Wahnsinn. Sagen wir, 5 Minütchen habe ich noch. Eine zerbrochene Waffe ist verschwunden. Achso, ich habe die zerbrochenen Waffen jetzt dabei.
glaube, ja. Nein. Doch, hier. Zwei Stück habe ich noch. Okay. Oh, das ist aber eine Frau. Doch diese alten Knochen wissen nichts vom Krieg. Zu was bin ich mit einer Waffe nutze? Ich will doch nur meine Kinder beschützen. Eine Waffe kann sowohl schaden als auch schützen. So sieht das aus. Ja. Man kann sich mit einer Waffe auch verteidigen. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Ja. Dann haben wir die drei jedoch wieder vereint. Oh. Der Alte sieht aber wirklich... Selbst ein alter und nutzloser Mann wie ich kann eine Waffe nehmen und kämpfen? Natürlich. Jeder Arm zählt. Kämpft für eure Heimat. Tja. Ich würde sagen, Mut zugesprochen. Sehr erfolgreich. Wartet, ich fliege da jetzt einfach hin. Ich habe das Gefühl, das geht schneller. Und dann werde ich diese Quest noch abschließen. Und schaue mir dann noch die nächste an, werde das Ganze dann aber wahrscheinlich auch schon wieder beenden. Ich brauche noch 6 Level, bis ich meine nächste geistige Bildungsquest machen kann. Ich bin sehr gespannt. Schamloses Lager. Das hört sich aber irgendwie... Hört sich so ein bisschen fies an, finde ich, ne? Viele der Dörfler sind bereits zurückgekehrt. Vielen Dank. Vielleicht sind wir wirklich stark genug, um uns der heiligen Bestie entgegenzustellen. Ich werde helfen. Ah, jetzt muss ich mit dem Ältesten quatschen, okay? Mal wieder runter hier. Zack. Oh, der sieht aber auch mächtig aus hier. Es herrscht ein Ungleichgewicht auf der Welt. Das ist kein gutes Zeichen. Die Schwachen beschützen. Alles ist so schnell passiert. Jeder war sich selbst der Nächste und viele sitzen nun im Dorf in der Falle und können nicht fliehen. Sie sind von allen Seiten eingekesselt. Wir können sie nicht den Monstern überlassen. Krieger von Perfect World, ich flehe euch an. Helft ihnen, rettet sie. Das braucht ihr mir nicht zweimal sagen. Was auch immer ich tun muss. Die Hilflosen retten. Aus dem Weg beseitigen Eindringlinge. Okay, also muss ich ein paar Leutchen retten und muss Eindringlinge verhauen. Und das würde ich sagen, mache ich auf jeden Fall im nächsten Part. Es wird irgendwie spannend, finde ich. Also ich finde es interessant, die Quests endlich mal richtig zu verfolgen und nicht einfach nur abzuhaken, weiterzugehen, abzuhaken, weiterzugehen. Wisst ihr, das ist so ein bisschen... Eigentlich finde ich das ganz cool. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Questreihe. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir und vor allem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja... Dann lasst ein Däumchen nach oben da, würde mich sehr freuen und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, ciao!